Ja, schön guten Metal Leute, ich bin's wieder, euer Ani. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Ihr seht es am Bild. Da ist ein, äh, ein Mann, der war mit Reine auf der Schule und der hat Aveng über äh, über die Zeit ausgepackt. Ich fand das sehr interessant. Äh, ganz viele liebe Grüße an dich, ja. Ich wurde in dem Video erwähnt, ich habe die ersten 20 Minuten gesehen. Da dachte ich mir, okay, das schauen wir uns mal zusammen an. Ich verlinke seinen Kanal auch in der Videobeschreibung, ihr könnt bei ihm auch gerne mal ein Like da lassen. Äh, also die ersten 20 Minuten war ja, ich fand ihn sehr sympathisch, ja, nicer Dude. Äh, ja, was soll man darüber reden? Ich bin gespannt, was noch kommt, äh, und wir lassen uns mal Aveng was erzählen aus der Schulzeit von unserem Reini. Let's go! Servus, so Metal Leute! Äh, heute geht's wieder um das Thema Rainer und Schule. Viele, die wohl schon mal ein erstes Video kennen. Ah, das kenne ich noch nicht. Da hätte ich vielleicht mal reinschauen sollen. Über die Schulzeit von Rainer denken sich, wieso ich das jetzt wieder mache? Das ist ganz einfach, weil das erste Video scheiße war. Und... Äh, Ach so, dann ist das sozusagen nochmal das erste Video. Okay, okay, okay. Der allerliebste Arni Degger. Allerliebster Dominik, ich grüße dich. Hi. Wollt halt Informationen über die Schulzeit vom Rainer haben, ob das überhaupt stimmt, was er sagt. Das ist sehr richtig, dazu habe ich aufgerufen. Und ich finde es super ehrenhaft, dass du dich dazu äußerst. Finde ich ganz stark. Ich habe auch das Interview gesehen von Demon Seekal und ihm. Fand ich auch gut. Das sollte man sich mal anschauen. Da erfährt man noch ganz andere Dinge. Ich will ja jetzt gar nicht viel spoilern. Äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ihr könnt das auch bei meinem lieben Inge, bei den Anti-Mobbing-Guys auf dem Kanal schauen. Äh, ja, Demon oder Inge. Ich will ja jetzt nicht zu viel spoilern. Schaut es euch da an. Äh, die haben sich ja selber Arbeit damit gemacht. Im Großen und Ganzen würde ich das heute einfach mal widerlegen. Meine eigenen Eindrücke von damals, von meiner Schulzeit. Wiedergeben. Ich werde jetzt auch wieder mal ein paar Beweise bringen, dass ich auf diese Schule war. Hier sind ein paar Zeugnisse von mir. Einzel Was haben wir denn da? Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich da drauf gucke. Geschichte, Sozialkunde 3, Sport 4, Musik 3, äh, Kunsterziehung 3, Werken 3 Englisch Ungenügend. Das ist schade. Das ist schade. Mathematik 3, Deutsch 4, Religion 2. Ja, Religion ist immer so eine jodensichere 2, ne? Oder 1. Äh, ansonsten ist das ein durchschnittliches Zeugnis. Doch. Ne? Ist jetzt nichts so schlechtes, wenn man jetzt von Englisch mal absieht. Naja. 2, 5. und 6. Klasse. Ich muss ehrlich zugeben, die 6. Klasse müsste ich wiederholen. War auch in der 9. Klasse. Zwischendurch 17. und 8. Äh, war ich was ich gerade gesehen habe, lieber Dominik, vielleicht kannst du da nochmal aufklären. Wenn das linke die fünfte Klasse ist und das hier die sechste Klasse, hattet ihr in der fünften noch kein Englisch? Oder äh, wie schaut das aus? Ich, ich kenne mich da mit den Förderschulen leider nicht so gut aus. Aber wäre schön, wenn, wenn du was dazu sagen könntest. war auch in der neunten Klasse. Zwischendurch, siebte und achte, äh, war ich auf der Hauptschule. Das gebe ich ehrlich zu. Also zwei Jahre war ich nicht drauf auf diese Schule. Und dann legen wir halt mal los. Danke. Da habe ich rausgehört, das habe ich auch im Interview gehört, dass er es geschafft hat, von der Förderschule auf die Hauptschule zu kommen. Also von einer Förderschule, die den Schüler ja, na ja fördern soll, sagt der Name schon, äh, hat er es geschafft, dieses Angebot wahrzunehmen und ist auf die Hauptschule gekommen, also eine Schule, eine Schule höher. Und äh, das finde ich respektabel. Wirklich. Wie beim decker mal an, wo er die Frage gestellt hat, ob das überhaupt stimmt, was einer sagt, beim äh, Telefonat mit der Mulle an. Hör mal rein, was. Ich kenne dieses Bild auch. Ich glaube, er schaut es bei Robert S. Robert S. Punkt. Auch ein ehrenhafter Kanal. Was der Rainer da sagt. Du bist doch selber gemobbt worden und glaubst du, es hätte was gebracht, wenn deine Eltern sich beschwert ja. hätten? Ja. Also, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Ich bin gemobbt worden, weil in der Sonderschule keiner von den Erwachsenen was gemacht hat. Da laufen, da, da sind kleine Kinder zwischen, in der, zwischen 5. und sechste Klasse, die foxen sich auf dem Schulhof, die prügeln sich die Scheiße aus dem Leib. Und Dass es immer solche Schimpfwörter geben muss, verstehe ich nicht. Also. Nee, man kann das auch ganz normal besprechen, aber es ist halt Reini. Äh, er ist nicht so sehr auf Zack wie er hier, wie Dominik. Von Reini kennen wir es nicht anders. Ich habe übrigens äh, heute Morgen äh, noch ein anderes Video gesehen. Ah, das das, ah, das erzähle ich vielleicht später drüber. Ja, das hat es damals wirklich gegeben auf die Schule. Schlägereien auf den Schulhof, aber das gibt es auch auf die Hauptschule nach meiner Erfahrung und es gab auch auf die Sonderschule. Aber wie Rainer da meint, dass keiner was gemacht hat, das stimmt einfach nicht. In der Hinsicht waren die sogar strenger wie auf der Hauptschule. Das kann ich mir vorstellen, dass sie strenger waren. Also ich kann es auch sagen, was für ein Video ich gesehen habe. Das war das von äh, der Diebstahl. Da kann ich mal drauf verweisen. Sehr gutes Video. Schaut es an, solange es noch da ist. Das sind Besuchervideos mit bei, auch wie Rainer eine Zahn verloren hat. Äh, Ehre und Liebe geht da raus an den Diebstahl. Äh, ja, dass Lehrer da strenger sind, beziehungsweise dass Lehrer sich da mehr einsetzen müssen auf so Förderschulen, das kann ich mir denken. Das habe ich mir vorher schon gedacht und Dominik bestätigt es hier gerade. Ich hoffe, ich darf Dominik sagen. Ich hoffe, das ist okay. Ihr müsst es mal so, ich muss es mal lieber so ausdrücken. Äh, die Sonderschule, das ist ja nicht bloß eine Schule für Kinder, die wo Lernschwächen haben. Das ist auch eine Schule, wo Kinder hinkommen wie meinen Fall, die wo überaktiv sind und von ihr, also ihre, kann man sagen, die waren jetzt recht ag aggressiv, das war ich auch. Und da sind halt die Lehrer mehr darauf getrimmt, dass solche Sachen dann stärker und härter bestraft wird. Kurz genau das dachte ich mir nämlich auch, dass gerade auf so Förderschulen Lehrer besonders ausgebildet sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist aber natürlich besonders darauf getrimmt sind, da für Ruhe zu sorgen, gerade für hyperaktive Kinder und so weiter, die brauchen das. Ja, die brauchen nun mal mehr Unterstützung, die brauchen mehr Förderung und mehr Aufmerksamkeit. Kann ich mir schon gut vorstellen, was er da sagt, ja. Kurz gesagt, eine Woche Schulausschluss ist da schneller ausgesprochen worden, als eigentlich auf der Hauptschule. Naja, machen wir weiter. Und die Lehrer laufen vorbei, schauen kurz hin und laufen weiter. So ist es bei uns. Sowas gab es dort nicht. Und das habe ich auch gesagt in meinem Video. Ja, sowas, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas da gab. Das glaube ich ihm einfach nicht. Ja, Lehrer würden ihre Aufsichtspflicht verletzen, wenn sich da Schüler verletzen, können die, Lehrer richtig in Probleme, können die Lehrer richtig Probleme bekommen und da wird kein Lehrer mal schauen, ach, da prügeln sich zwei, da gehen wir einfach weiter. Das konnte ich mir nicht vorstellen und hier haben wir natürlich die Bestätigung jetzt. Hat es ein Lehrer mitbekommen? Die Strafen waren extrem hart, bis auf zwei Wochen Pause bloß Nebenzimmer vom Lehrerzimmer bis zum Schulausschluss. Also es war nicht so, dass da ein Pappenstil war, wenn du was angestellt hast. Kann ich mir sehr gut vorstellen, was er da sagt. Absolut. Aus der ja, aber ich, ich... kann jeden fragen, der mit mir in der Schule war. oder ja, Rainer, wir können jeden fragen, der mit ihm in der Schule war. Das tun wir hier gerade. Ich äh, würde auch gerne mal mit dem Dominik reden. Ja, wir können da gerne mal einen Talk drüber talken. Äh, würde mich freuen, wenn du dafür mal Zeit hättest. Äh, dann können wir das mal ausführlich bequatschen. Es werden bestimmt noch eine Menge Fragen im Raum stehen, äh, die wir dann zusammen klären können. ...an der Schule war. <laughs> Rainer, Rainer, du lügst ganz schön. <laughs> finde ich schön. <laughs> da kannst du jeden fragen, der bei mir auf der Schule war. Da sitzt gerade jemand, der mit ihm auf der Schule war und der callt hier Lülülü. Nice. So ist es bei uns zugegangen. Das hat den Lehrer an Scheißdreck interessiert, ob sich da die kleinen Kinder foxen oder nicht. Ja, aber mal. So ist es in vielen Schulen. Warum? Darf ich fragen? Das sieht man wieder, das ist so in vielen Schulen... Rainer hat einfach da, finde ich selber, keine Ahnung, war er ja, war ja bloß auf zwei Schulen. Ja, nicht wie bei mir, da wo ich, ich war auf... Naja, das sagst du, dass Rainer nur auf zwei Schulen war. Du darfst aber nicht vergessen, dass Rainer auch in 80 Fitnessstudios war ungefähr. Ja? Äh, mehr oder weniger. Können auch mehr sein. In meiner Schulzeit glaube ich auf vier oder fünf Schulen äh, insgesamt. Wegen meiner Aggressivität, also schulmäßig war ich... Äh, war ich bloß in Bad Windsheim. Dann war ich in Neustadt, da wo ich wohne. Und ich hab noch ein halbes Jahr war ich da in Bild unten, ne? bis ich da wieder runtergeflogen bin. Das ist halt. Nee, du hast also auch eine Menge Schulen gesehen. <laughs> Gut, du warst ein aggressives Kind, du hast ja gerade gesagt, äh, hyperaktiv und so weiter. Ich weiß nicht, ob das damit komplett einhergeht. Ansonsten hoffe ich, du hast das hinter dir gelassen wenn man hyperaktiv ist als Kind. Rainer sagt auch immer, als ist hyperaktiv, hyperaktiv, hyperaktiv. Wenn man hyperaktiv ist, ist man auch recht aggressiv. Und die Lehrer schauen da halt auf die Hauptschule extrem, dass die Kinder ruhig ist und dann fliegt man schnell. Das hat man auch auf der Sonderschule, das schauen halt die Lehrer drauf, dass die Kinder sich nicht gegenseitig hochschaukeln, dass die sich halt nicht die ganze Zeit irgendwie die Köpfe einschlagen. Naja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, was er da sagt, ja, ähm, wenn die Lehrer mit solchen Kindern tagtäglich zu tun haben, äh, mit hyperaktiven Kindern, mit aggressiven oder gewaltbereiten Kindern, äh, dass die ja da schon wissen, wann sie einzuschreiten haben oder wann halt auch mal nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da sehr oft einschreiten, damit sich das, wie er schon sagt, nicht hochschaukelt. Fragen, warum du überhaupt auf der Sonderschule warst und nicht irgendwie auf einer normalen Schule Weil ich Legastheniker war und weil ich. Selbstdiagnostiziert, möchte ich ja sagen. Selbstdiagnostizierter Legastheniker. In meiner Schulzeit, anders als ich es heute mache, äh, mich für Schriften und, und Buch und so ein Scheiß, ich überhaupt interessiert hat. Allerdings. Äh, die alle Hater eigentlich immer sagen, dass es selber diagnostiziert ist, die Legesthenie, äh, wenn man Legastheniker ist weiß nicht, ob man das lesen kann, dann steht es normalerweise jedes Jahr in die Zeugnisse drinnen. Also bei mir steht es drinnen. Oh, ich muss mal... Ah ja, hier steht's: Eine attestierte Legasthenie äh, wurde äh, berücksichtigt. Es wurde sogar berücksichtigt, die Legasthenie. Ja? Da steht bei Reini nicht in den Zeugnissen. Wie gesagt, selbstdiagnostiziert. Habe ich schon immer gekollt genau hinschauen müsste normalerweise drinnen stehen, also in die Zeugnisse. Und das, wir kennen ja alle Rainers Abschlusszeugnisse und da steht halt gar nichts drinnen. Also ist es für mich, sage ich einmal, auch erlogen, dass Rainer ein ist. Ja, war für mich von Anfang an klar. Rainer diagnostiziert sich halt selber ständig was. Ne? Wenn Rainer sagt, äh, das ist aber schlecht an mir, dann kann er da nichts für. Dann ist er in der Hinsicht einfach krank. Aber an sich ist er nie krank. Ja, das äh liegt es da auch daran, dass, mich damals niemand, dass es damals niemand geschafft hat, mich für irgendwelche Bücher zu begeistern, weil sich dafür auch jeder an Scheißdreck interessiert hat. Okay. Hätte mir damals irgendjemand Aragon in die Hand gedrückt? Aragon. Da habe ich schon gesagt: Rainer, Aragon wird dir weder in Mathe noch Geschichte noch sonst irgendwo weiterhelfen. Warum sollten die Lehrer dir Eragon in die Hand drücken? Das macht keinen Sinn. War damals das Buch, was mich damals dazu gebracht hat, ein Buch zu kaufen? Da muss ich dazu sagen, äh, auf der Sonderschule gab es auch andere Fächer wie Normaldeutsch. Es gab auch so Lesestunden extra, so für Leute, die äh, legistiniger sind, dass die besser das Lesen lernen. Und da wurden auch Bücher vorgestellt. Das ist interessant zu hören. Durfte man auch selber Bücher mitbringen? Also, wenn es da Lesestunden gab. Dass Leute sich, ja, dass Leute besser lesen lernen, ist es ja vielleicht sogar nicht so groß wichtig, welche Bücher sie lesen. War es da erlaubt, Bücher mitzubringen? Also hätte Rainer zum Beispiel Eragon in diese Lesestunde mitbringen dürfen? Das wäre so eine Frage. Und auch tatsächlich in die Hand zu nehmen und zu lesen. Ohne Eragon würde ich heute immer noch so, sch so hässlich schreiben wie früher. Rainer, schau doch mal, wie du schreibst. Mal ganz ehrlich jetzt. <laughs> Wirklich. Meine Handschrift hat sich verbessert, meine Rechtschreibung hat sich verbessert. Äh, muss ich so sagen, Rainer seine Rechtschreibung, den hätte er normalerweise auf der Sonderschule, da gab es extra Lehrer dafür. Ex also es gab extra einen Lehrer, entschuldigt bitte, Leute, ich äh, nehme das hier wie ihr, das Video heute ein bisschen später auf. Ähm, ich kann heute nicht wegfahren, weil die reißen ja gerade bei mir die Straße auf. Falls man im Hintergrund ein bisschen den Presslufthammer hört, tut mir das leid. Also es gab extra Lehrer, die mit auf die Rechtschreibung geachtet haben oder Lehrer, die extra für Rechtschreibung da waren. Ja, aber den hat Reini anscheinend nicht kennengelernt. Zu also Nachhilfeunterricht in die Schule. Er hat ja, er sagt ja immer, er hat Hort gehabt und genau da wurde das auch gemacht. Ja, aber zum Hort ist er nun mal nur sehr ungern gegangen. Ne? Also da hat er gesagt, andere konnten nach Hause gehen, ich musste noch in den Hort. Dann sieht man den Unterschied, wenn Rainer, der nicht in den Hort gehen wollte, der sich da seine Zeit vertrieben hat, und dann sieht man äh, diesen jungen Herrn hier, der es dann geschafft hat, auf eine höhere Schule zu kommen. Ähm, ich bin auch mittlerweile viel besser in Mathe, als ich es früher war. Ja, wir kennen das Bingo-Feld Rainer und Zahlen. Meine ganze, meine, meine ganze Intelligenz, sag ich jetzt mal, wenn man es so ausdrücken will. Meine ganze Intelligenz hat sich im Laufe der Zeit viel verbessert, nachdem ich äh, gemobbt wurde, nachdem ich meine, meine ganze, ich will nicht Intelligenz sagen, meine ganze ähm, Intelligenz, seien wir ganz ehrlich, ist bei ihm wahrscheinlich das falsche Wort, hä? Ja? Ich soll es ausdrücken. Ähm. Eine Bild ja, Deine in, Bildung. Der Mangelung eines, in der Mangelung eines besseren Wortes meine Intelligenz zu entfalten. In der Mangelung eines besseren Wortes. Wetterbrett, das hat er sich immer irgendwo rausgegoogelt jetzt. Aber das Intelligenzentfalten kommt nicht von, aus einem Buch. Wie gesagt, Rainer gibt einfach die ganze Schuld. Hier ja, heutzutage ist die Schule und es nicht rechten. Absolut richtig, Dominik, absolut richtig. Rainer gibt immer und zwar wirklich ausnahmslos immer anderen die Schuld, wenn bei ihm was falsch läuft. Das war anscheinend schon immer so und ich glaube auch nicht, dass sich das noch groß ändern wird. Ja? Man sieht hier jemanden, der es geschafft hat, der diese Förder-, diesen Förderunterricht gemacht hat, der, diesen, der dieses Angebot genutzt hat, der, wie ich auch gehört habe in seinem Interview, sehr viel von seinen Eltern hält, die ihm sehr viel geholfen haben. Das hatte Rainer nicht. Ähm, ja, also Dominik und Rainer sind einfach komplett zwei verschiedene Welten, finde ich. Der eine, Dominik, sehr sympathisch, wie ich finde. Der hat seine Zeit einfach als aggressives Kind hinter sich gelassen, hat eine Arbeit, ist verheiratet und so weiter. Ich glaube, er hat auch eine Ausbildung, hat er gesagt. Und auf der anderen Seite hast du Rainer. Obdachlos, kein Führerschein, keine Arbeit, kein gar nichts. Beide von der gleichen Schule. Naja, ja, dann gehen wir mal zum Zweiten, zwar zum Podcast Bonusfolge von Reini. Jeder kennt sie. Und aber heute gehe ich mal nicht komplett die ganze Folge. Ich glaube beim letzten Video habe ich die ganze Folge gemacht. Hier fange ich wirklich, glaube ich, erst an, wo Reini. Ich mag's, wenn er ihn Reini nennt. Ich finde das schön. Also auf der Reini seine Schulzeit. Also, so mein, mein Verständnis von der Welt zu, zu äh, verändern. Ja, das, das ist ja das, dann mach doch was. Kurz hier wieder das OBS. Technik Dominik am Stissel! Spaß. So. Jetzt hat. Wenn ich bei Winston gekommen bin, das hatte ich ja schon mal erklärt, als ich in die Schule gekommen bin, diese Podcast, die werde ich am Ende dieses Videos, da habe ich eine Playlist, ja, da sind alle Podcasts drin. Es gibt einen Podcast, da redet er über das Ableben seines Vaters und spielt währenddessen ein Spiel. Er klickt währenddessen, ich meine, es war irgendwas in Fidget. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, sorry. Shakes and Fidget. Shakes and Fidget spielt er da. Gab es den sogenannten Hot? Ähm. Um das ist jetzt irgendwie ein Synonym für irgendwelche aufregenden und heißen Dinge. Nein, Rainer, es heißt ja auch Hort und nicht Hot, du. Sondern das war die Aussage für. Das heißt doch nicht Hot, sondern Hort. Ne? Das habe ich damals missverstanden, weil ich Englisch. Ja, Rainer, du dachtest damals auch, dass. Ach komm, ist egal, ey. Wie würde Henk jetzt sagen? Du Goofy! Nicht so schlecht kann. Äh, der Hort war eine sehr gute Sache auch für mich. Da konntest du halt, äh, da waren halt die ganzen Nachhilfelehrer auch drin. Die haben dir gezielt geholfen bei Deutsch, bei Mathematik, bei die ganzen Fächer, wo du halt Nachhilfe gebraucht hast. Ohne den äh, hätte ich im späteren Verlauf nie, nie auf die Hauptschule wieder drauf kommt Und auch in der 9. Klasse hätte ich selber, konnte ich, ich konnte auf der 9. Klasse auf der, Hauptschule, äh, auf der Sonderschule meinen Hauptschulabschluss nachmachen. Das ist gegangen dort ein, Musstest du dich halt bloß neig, äh, anstrengen und richtig. Wirklich, es ging einfach. Wie gesagt, hier erkennt man wieder den Unterschied. Rainer wollte nicht in den Hort. Rainer ist abgehauen vom Hort. Rainer ist mal früher nach Hause vom Hort. Dominik hat gesagt, das war eine sehr gute Sache. Die hat mir sehr geholfen. Äh, dort wurde Förderunterricht gegeben. Dort waren Förderlehrer für Deutsch, für Mathematik. Dementsprechend ist dieser junge Herr. Der das Angebot wahrgenommen und das zu schätzen wusste, der ist auf die Hauptschule gekommen. Und dieser Löwe äh, ist halt da, wo er heute ist. Im Prinzip ist es sowas wie eine Aufgabe, eine Hausaufgabengruppe. Ähm, da gab es zwei. Ähm, wie heißt? Da gab es zwei. Äh, Lehrer oder halt zwei Auf Beauftragte, die halt ähm, da dabei waren. Die haben uns bei den Hausaufgaben geholfen. Ja, das stimmt. Ja, mag sein, dass das stimmt, aber er hat dieses Angebot ja leider nicht, nicht wirklich wahrgenommen. Exakt, sie haben bei den Hausaufgaben geholfen, die haben dir Nachhilfeunterricht gegeben. War re eigentlich recht gut dann. So, und da sieht man, das eine war, der eine sagt, es war recht gut. Der andere sagt, was für ein Mist. So, und wer von den beiden hat es im Leben wozu was gebracht? Einmal dürft ihr raten. Schule und so weiter. Und dann gab es die ähm, und dann gab es halt dann meistens auch nochmal so eine Praktikantin, beziehungsweise Referendarin heißt es ja. Ähm, oder Referendar. Also ein angehender Lehrer, der dann da mit dabei war. Dann waren es zu dritt. Ansonsten hatten die zwischen 10 und 15 Schüler. Äh, Im Alter von, äh, ich glaube, 10 bis 13 oder so. Ja, das stimmt. Also, es war, muss man so vorstellen, diese Hotklassen, das mussten die Eltern beantragen, wenn du zerneikommend bist. Die waren immer recht klein. Also, allgemein wie die normalen Schulklassen. Also die waren auch immer zwischen 12 und 15 Schülern, war immer das Normale auf der Sonderschule so also, sonderpädagogische Förderzentrum in Bad Windsheim, die Schulklassengrößen, nicht wie auf die Hauptschule, wo du mal knapp über 20 Schüler hast. Und da sieht man auch, da haben halt die Lehrer, wenn das kleine Klassen sind, natürlich können die dann mehr mit den Schülern machen. Das müssen die Schüler aber auch wollen. Und wenn man dann, jetzt nehmen wir mal 10 Schüler in so einem Hort hat und da sind dann zwei Lehrer und ein Referendar oder Referendarin, das sind ja auch schon fast Lehrer. Die wissen mehr als die Kinder. Ja, die können helfen. Du hast sozusagen drei Lehrer auf zehn Schüler. Ja, und das ist wirklich eine sehr gute Quote. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Und wenn Schüler dann wirklich wollen, kann denen auch geholfen werden. Und es war halt auch bei... Es tut mir super leid, falls man diesen Presslufthammer im Hintergrund hört. Wie gesagt, die reißen hier genau bei mir vor der Bude, reißen die Straße auf. Tut mir echt leid. Aber ich... Ich, ich, ich geh gleich mal raus und schrei runter von meinem Grundstück. Am Hotzo recht klein und das musste man separat beantragen. Maximal 14, glaube ich, war das. Mit denen die dann die Hausaufgaben gemacht haben, bei denen wir dann gegessen haben, ich habe das mal ein bisschen angeschnitten gehabt. Wie viel angeschnitten er damals noch hatte? Ähm, und ich hatte ja auch schon erwähnt beim bei einer vorherigen. Dominik, Bruder, was ziehst du dir denn da? In Folge dass ich auch ein bisschen ein Schisser war, so, wenn es um ältere Schüler ging. Ich hatte vor älteren Schülern immer Respekt und Meiner Meinung nach, wie Rainer immer über die ganze Schulzeit redet, war einfach, kurz gesagt, der Außenseiter, der hat sich von jedem irgendwie entfernt und es war einfach kein Mobbing. Die anderen haben sich nicht für den interessiert. Wie gesagt, wäre gemobbt worden, wäre wenn da... dazwischen gegangen, kurz gesagt. Glaube ich absolut. Sehe ich absolut genauso. Wir haben, auch von, wir haben auch früher schon gesagt, er wurde von anderen Kindern wahrscheinlich gemieden, gegostet. Ähm, weil er halt so ein charakterlich so ein wunderschöner Mensch ist. Ne? Wer will denn was mit ihm zu tun haben, bitte? Also, nee. Auch ein bisschen Angst. Und jetzt waren da aber halt auch mehrere ältere Schüler drin. Aber ich habe mich dann da mit denen irgendwann mal halbwegs gut verstanden. Nicht mit allen, aber mit ein, zwei Leuten. Ich weiß noch, ich denke einen Namen kann ich ja erwähnen, ähm, das ist nur der Vorname. Ich weiß, noch den, ich weiß auch noch den Nachnamen, es gab immer den Roman. Ähm, das war ein richtig cooler Typ. Das war ein älterer Schüler, der war... Der allerliebste Roman, der war bei mir in der Klasse einmal drin und einmal in die Parallelklasse, wo ich in die 9. drin war. muss man so sagen, der allerliebste Roman ist ein Mensch gewesen, den hat man nicht vertrauen können hat dir das Messer in den Rücken. kam so ein. Jo, ja, da ist ja so ein richtiger. Kein, kein Wunder, dass er sich mit Reini verstanden hat, ne? Mensch war der Roman oder ist der Roman? Ich weiß nicht, wie er heute ist. Ich kontakte zu dieser Schule habe ich überhaupt keine mehr. Für irgendeine andere Schüler. War zwei Jahre, drei Jahre älter als ich. Und äh, da kam auch aus der Umgebung von der Schule und der war richtig cool darauf so der hat äh, der hat viel zeichnen der hat viel gezeichnet der das stimmt also zeichnen hatte konnte ich das noch selber in der Erinnerung habe konnte das auch richtig gut und dann gab es den Attila das war auch ein älterer Schüler ähm, und da hatte irgendwie einen Cousin ich kenne diese Leute selber sagts jetzt euch immer weil ich ich bin jetzt 36, die waren ungefähr mein Alter. Bei Attila hat er gesagt, ähm, das wäre ein türkischer Mitbürger gewesen, türkischer Herkunft, und er wäre sehr klein. Ähm, Dominik, hier möchte ich mal fragen: Kennst du Lachflet? Ist der das vielleicht? Das war ein Türke. Und dann hat er noch einen Cousin gehabt. Der Attila war bei mir in der 9. Klasse mit drin. <laughs> Also kein sehr angenehmer Kerl. Ähm. kam selber aus Bad Windsheim. Namen nochmal. Aber der, von dem ist auf jeden Fall von dem Cousin. Das ist, der ist relativ klein gewesen, der war kleiner als der andere. Ähm, der hat auf jeden Fall irgendwo. Äh, klein kann man schlecht sagen, der war glaube ich mit 15 plus 1,30 Meter, 1,40 Meter groß. Ah, hat das doch in dem Video hier gesagt. Dominik, google doch mal den Lachflat. Und dann schreib mir bitte in die Kommentare, ob das der Attila ist. Ein richtiger Zwerg war es halt. Ein richtiger Kleinwüchsig, würde man es lieber heutzutage sagen. Kleinwüchsig. Wann dann. Äh. Der hatte, der hatte sehr oft, seine Mutter war dann sehr oft da, hat ihn abgeholt vom Hottern. Ja, weil er mal Blödsinn um, gemacht hat. Ach, guck an. Das wurde dabei nicht erwähnt, ne? Das, man denkt jetzt, so wie Rainer das erzählt, dass er von der Schule abgeholt wurde, damit er nicht mit dem Bus fahren muss. Äh, hier kommt dann, ja, weil er so viel Blödsinn gemacht hat. Deswegen mussten auch die Eltern von der Schule holen. Mann, wie, wie einfach, äh, wenn man eine Information weglässt, wie man so eine Geschichte ganz anders auffassen kann. Was man? Upsi. Technik am Stissen. Beides ziemliche Chaoten, die zwei. Die waren auch sehr streitlustig alle beide. Die waren jetzt nicht halt böse oder so. Und ich will jetzt auch keine so rassistischen Sachen machen. Die haben halt Blödsinn gemacht. Also zwei äh, haben richtig Blödsinn gemacht. Also nicht, dass sie sich gelägert haben, aber die haben Blödsinn gemacht. Die anderen Schüler, die Hefte zukleben und so ein Zeug. So. Also die haben Mobbing-Betrieb, kann man so sagen. Ach guck an, und mit denen hat Reini sich verstanden, ja? Tja, wie das nur kommt. Wie das nur kommt. Das ist ja ganz unerwartet. Lel. Wir hatten auch Russen dabei, die waren auch in Ordnung und so. Die zwei waren uns sicher auch in Ordnung und cool drauf, aber die hatten halt so ein bisschen... Ich habe ja schon immer gesagt, Rainer wäre so gerne auf der anderen Seite vom Zaun. Rainer wäre so gerne auf der anderen Seite. Ja? Die haben ein bisschen den älteren Schüler raushängen lassen, sage ich mal. Ja, aber welcher älterer Schüler hat das nicht gegenüber jüngeren Schülern? Ähm, zumindest. Frage, wer hat es damals nicht in die Schule gemacht? Sehr richtig, Dominik, sehr richtig. Ich finde es übrigens sehr ehrenhaft. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Da, der Dominik schaut beim spiegel Ja? Absolut ehrenhaft. den älteren Schüler raushängen lassen mir gegenüber. Allerdings bin ich auch bei anderen Leuten da sehr schnell nach hinten losgegangen gewesen. Ich bin bei anderen Leuten schnell nach hinten losgegangen gewesen. Versteht ihr? Junge, 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 junge. Ähm, ja, und dann gab's, dann gab's noch mehrere Schüler, bei denen das dann so war. Ah. Äh, Wenns du kein offener Mensch bist, dann wirst du halt so behandelt, denke ich mir immer beim Rainer. Absolut richtig. Wenn du die anderen ghostest, ghosten die dich auch. Wenn du nicht auf andere Kinder zugehst, ist es auch selten, dass eine Gruppe auf dich zukommt und sagt, komm, äh, spiel bei uns mit. Ja, da hat er absolut recht. Du musst dich schon selber auf andere Kinder zubewegen, musst selber natürlich ein bisschen soziales Talent haben. Das ist bei unserem Raini leider nicht so hart ausgeprägt. Menschenkenntnis sehr schlecht. Und dann war er wahrscheinlich auch Komplett eingeschüchtert in die Schulzeit. Ein richtiger Außenseiter halt. Ja. Und was, was könnte ich jetzt noch dazu erzählen? Rainer, sobald es soweit ist, wenn du sagst, ja, was könnte ich jetzt noch erzählen? Rainer, dann lass ein Podcast sein. Das bringt nichts. Die Sache mit dem Hot war halt für mich immer ziemlich nervig, weil ich konnte halt, ich wollte halt nach der Schule eigentlich nach Hause und wollte Pokémon schauen. Oder? So, und das meinte ich. Das meinte ich. Hier sieht man jemanden, der dieses Angebot wahrgenommen hat, der das für sinnvoll hielt, der gesagt hat: Hör mal, ich komme hier nicht alleine zurecht und hier helfen mir die Lehrer. Und hier sieht man jemanden, der wollte nach Hause Pokémon schauen. Tja, welcher von beiden hat wohl versagt im Leben? Julio oder so. Wer wollte das damals nicht in der Zeit? Ganz genau. Aber wer hat es denn gemacht? Wer ist dann gegangen? Da bist du geblieben. Und hast dieses Angebot wahrgenommen. Und Rainer ist halt nach Hause gegangen zum Pokémon gucken. Und... Ähm, hier hat jemand verstanden, dass ihm da geholfen wird. Natürlich will ein Kind lieber nach Hause und, und äh, Cartoons schauen. Selbstverständlich. Aber wenn dieses Kind weiß, ich brauche das hier, dann ist es schon eine ganze Ecke weiter. Und der Nachteil daran, dass ich im Hot war. Weil ich kam ja, ich kam so ziemlich als letzter vom Hot, kam ich als letzter nach Hause. Ähm, wir hatten Hot Schluss. Schlu Schluss mit dem Hot hatten wir ungefähr um 5. Und ich war irgendwann um 7 zu Hause. Also, äh, ich hatte den Heimweg von. Der Hot hatte nicht um 5 aus, sondern um 4 aus. Und. Ja, aber Rainer übertreibt mal gerne Aveng Das wissen wir auch. Und wenn er dann um vier aus hat, hat er für Rainer vielleicht sogar um sechs ausgehabt. Der Rainer hätte damals. Äh, okay, du musst erst mal weiterhören, was der Rainer dazu sagt. Ja, los, hören wir erst mal weiter. Zwei Stunden. Und das nur deswegen, weil ich mit dem Zug gefahren bin. Ähm, ich musste nämlich mit dem Zug. Da war, war Rainer in der sechsten Klasse schon alt genug, um Auto zu fahren. Aber er musste eine MPU machen. <laughs> Spaß. Nach Neustadt und von da aus dann mit dem Zug nach Neustadt. das hat Rainer nicht machen müssen. Es gab immer einen so einen Sammelbus damals, äh, wenn du normal in die Schule gegangen bist, wurdest du immer um 13 Uhr abgeholt, also um 1. Aber es gab noch einen Sammelbus, der hat Neustadt angefahren und halt die größeren Ortschaften für die Schüler. Da konnten dort dann die äh, Eltern die Kinder abholen. Also, ich kapiere das nicht, warum der bitte mit dem Zug bitte fahren sollte. Vor allen Dingen als kleines Kind. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen, wie Reini hier seinen Nachhauseweg beschreibt. Ich weiß nicht, ob es einem kleinen Kind zuzutrauen ist, wenn er sagt, er ist um sieben zu Hause und um 16 Uhr war das Ding jetzt aus, der Hort, äh, dann wäre er drei Stunden unterwegs gewesen. Und das für ein kleines Kind? Mmh, nee. Kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Das und da wurde ich dann erst abgeholt oder musste dann mit dem Fahrrad noch vom Bahnhof nach Hause fahren. Wie viel Fahrrad der damals noch gefahren ist? Der Zug fährt er heute wieder. Lil. Und das hat insgesamt zwei Stunden gedauert, weil wir auch immer Bahnverzögerung hatten. Also wir hatten um 17.05 Uhr oder so. War Feierabend. Und ähm, um 17.15 Uhr ist der Zug gefahren. Jetzt musste ich aber erstmal von der Schule zum Bahnhof laufen. Das ist schon zehn Minuten eigentlich zu schaffen. Aber. Wenn dann mal Straßenverkehr... Rainer, du läufst doch 30 Kilometer in 30 Minuten. Da wirst du das wohl auch schaffen. Wenn der Verkehr irgendwie problematisch ist oder irgendwas anderes, kommt man ja dann mal dahin. Und das Zugticket musste ich mir oft auch noch kaufen. Da hätte man sich vielleicht ein Monatsticket holen sollen, wenn es wirklich so gewesen wäre. Das kapiere ich nicht, weil normalerweise fährt der Zug in Bad Windsheim immer kurz nach halber los und es alle stund einmal. Das war halt einfach nicht zu schaffen. Das, das war nicht zu schaffen. Und äh, dann, dann kam es oft vor, nicht immer, aber oft vor, dass ich halt entweder fünf Minuten früher gehen durfte. Dann kam ich mal ein paar Stunden, dann kam ich mal ein bisschen früher an. Oder es hat, hat passi ist passiert, dass ich den Zug verpasst habe. Dann habe ich einfach eine Stunde. Könnt ihr euch vorstellen, ihr seid Rainer und äh, ihr, seid, ihr seid ein Lehrer und ihr habt ein Kind wie Rainer, das unbedingt jedes Mal fünf Minuten früher gehen will, die, wie der meist schon. Wenn er sagt, um 5 nach 4 oder um 5 nach 5, wie er schon um 10 vor einfach mit der Tasche an der Tür steht und fragt, kann ich gehen, kann ich gehen, kann ich gehen, kann ich gehen? Kann ich gehen? Irgendwann wenn die Lehrer gesagt haben: Yo, die zu, was du Land gewinnst. Runter von meinem Grundstück hier. Und am Bahnhof warten müssen, weil der Zug nämlich nur alle Stunde nach Neustadt fährt. Oder, nee, alle halbe Stunde. Entschuldigung, alle halbe Stunde ist er gefahren. Aber dann, dann saß ich da einfach mal eine halbe Stunde länger Nein, der Zug fährt alle Stunde nach Neustadt, weil ihr müsst es vorstellen, die Zugverbindung von Neustadt nach Bad Windsheim ist eingleisig. Und Bad Windsheim ist nicht der Endpunkt also vom Zug. Kurze gesagt, der fährt doch weiter, ich weiß nicht wie weit. Dann hält er da kurz, fährt dann wieder zurück. Das da kenne ich mich nicht mehr aus. Aber wenn Dominik das sagt, glaube ich ihm das eher, ja. Ist so ungefähr alle Stunde, da an Verkehr ist. Okay. Das war eine Katastrophe. Und das Schöne an der ganzen Aktion war, dass ich halt eigentlich, ich hatte halt schon in der Früh einen sehr langen Weg. Also ich musste schon in der Früh, musste ich um fünf aufstehen, damit ich um, um Viertel sechs mit dem Zug fahren durfte. Ach Rainer, ich dachte, du musst noch Tiere füttern, Küken quetschen und so, Lell. Für jeden, der die an Anspielung jetzt nicht versteht, der höre sich bitte das Interview an von Demon und Sekal, äh, das sie da mit, mit Dominik geführt haben. Junge, da kommen Abgründe bei auf. Wirklich, Abgründe tun sich dabei auf. Deswegen auch hier das kleine Kügelein in der Mitte. Ich, ich, will's gar, ich will gar nicht drüber nachdenken. Junge, das macht mir einfach Sauer. Mit, mit dem Bus, mit dem Bus, das sind wir dann abgeholt worden? Dann musste ich mit dem Bus nach, nach Bad Windsheim fahren in die Schule. Und da bin ich einfach mal. Wie lange bin ich da im Bus gewesen? Da war ich anderthalb Stunden ungefähr im Bus gewesen, Bus. Das glaube ich auch nicht, dass das so lange im Bus kockt war. Glaube ich auch nicht. Kein, also ich kenne kein Kind, das anderthalb Stunden Bus fahren muss zur Schule. Kann ich mir nicht vorstellen. Das waren. Rainer ist in einer sehr kleinen Ortschaft und die kleinen Ortschaften haben so Sammelbusse ab, abgefahren, so mini, so wie Sprinter oder in der Größe. Und die haben dann die Schüler abgeholt, damals für die Bad Winsheimer Schule. Es war also kein großer Bus, so ein ganz normaler Linienbus, sondern ich denke, beim Rainer seine Sache so ein kleiner Sammelbus. Bus, ein, ein Schulbus, der fährt ja nicht auf direkten Weg, sondern der, der sammelt ja noch die ganzen Schüler ein. Und dann hast du hier einen Schüler gehabt, der dann irgendwie nicht vergessen hat, was zu trinken mitzunehmen. Dann musste er nochmal schnell ins Haus rennen. Ähm, dann gab es einen Schüler, der ist zu spät zum Bus gekommen. Dann hat der Busfahrer warten müssen. Ähm, und, und das hat sich dann. Alles also, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wenn ich zu spät zum Bus gekommen bin, früher zur Schule, ja, da hat der Busfahrer einen Däubel getan, hat gewartet. Der ist abgezogen. Äh, dann musste ich zusehen. Nach Hause und aber aufs Fahrrad schwingen oder so. Das ist verzögert. Und dann in der Schule, wenn wir mal pünktlich angekommen sind. Wenn wir mal pünktlich angekommen sind. Das klingt so, als wenn der Bus jeden Tag zu spät gekommen ist. Habe ich noch fast eine Stunde auf dem Schulbeginn warten müssen. Ach so. Also wenn du pünktlich kommst, musst du eine Stunde warten. Und wenn du fünf Minuten zu spät kommst, bist du zu spät. Oder was willst du uns jetzt hier erzählen? Der ist ja komplett... Nee, was ist das für ein Blödsinn? Du bist äh, 20 Minuten oder maximal 25 Minuten vorm Schulbeginn in der Schule ankommen und alle Busse waren so. Alle ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die Busfahrer ihre Tour so planen oder die Busunternehmen, dass die Kinder eine Stunde vor Schulbeginn da sind. Ja, das. Nee, die Kinder müssen beaufsichtigt werden und so weiter. Wenn das mal irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde ist, okay. Aber ich glaube nicht, dass, dass die da, die ganzen Kinder, gerade hier diese hyperaktiven Kinder und so weiter, eine Stunde da unbeaufsichtigt vor der Schule stehen lassen. Halte ich für unwahrscheinlich. Alle. Kurz sein wenn früh die Schüler kommen sind, äh, war der Buswinde, haben wir vorne so dermaßen überfüllt, da kam keiner eine Stunde früher an. Keiner. Um. Keiner, außer Rainer. Lel. In der... Ihr müsst es auch mal so kapieren, äh, stellt euch mal vor, da, da kommen Schüler eine Stunde früher zur Schule. Die sind alle verhaltensauffällig und die glauben sich dann vor der Sch Schulezeit. Exakt das meinte ich gerade eben. Exakt das. Danke, dass du das nochmal beschädigst. Köpfe ein, was da für die Ader dann wäre bei der Schule. Das kann man ja nicht machen. Im, im alten Schulgebäude ging es, weil das alte Schulgebäude von vornherein immer offen war. Aber das neue Schulgebäude, das war nie offen. Das neue Schulgebäude wurde immer erst eine halbe Stunde vor Schulbeginn geöffnet, weil die Lehrer zur v ja eine halbe Stunde vorher wurde es geöffnet, aber halt der Durchgang von alten Schulgebäude ins, in, ins neue war doch kein Problem, da durchzulaufen wahrscheinlich. Ach guck an, man hätte ja auch ins alte Schulgebäude gehen können, ja? Ach oh, nice, so was mal zu hören, finde ich gut. Ich war reiner dann irgendwie vor Der Schule vor der neuen Schulgebäude gestanden und hat, dachte, lasst mich rein. Aber es wurde lasst mich rein mit AI, ganz wichtig. Minuten vorher aufgesperrt, glaube ich. Aber du konntest vom alten in Neue rüberlaufen. Das war na klar, das musste man ja machen. Die Paul waren in ihrem Lehrerzimmer im neuen Schulgebäude zu sein. Die waren immer im Lehrerzimmer im alten Schulgebäude. Und das bedeutet, man musste jedes Mal vor dem beknackten Schulgebäude warten. Und es war im Winter richtig geil. Da waren wir eine halbe Stunde in der Kenne gestanden oder äh, auf den Bänken gesessen im Pausenhof, weil man einfach nicht in die Schule reingekommen ist, weil die Lehrer zu faul waren. Ja, lieber, ich denke mir so, der Reiner war damals nicht der Hellste. Damals? Hast du damals gesagt? Du hast natürlich recht, aber äh, heute ist es jetzt auch nicht viel anders, glaube ich. Wäre ein alten Schulgebäude und wenn durch den Durchgang da gelaufen wäre, im neuen Schulgebäude drin gewesen, in warmen. Frühs, wenn sie kommen, einfach hinzugehen, die Tür aufzumachen und das Klassenzimmer aufzusperren. Ich finde es auch sehr schön, wie Rainer hier, ja, er hat ja selber von dem Hort berichtet, dass er da keinen Bock drauf hatte, dass er lieber nach Hause wollte. Na klar, kann man das nachvollziehen, ja, aber dann hast du jemanden wie Dominik, der hat das Angebot genutzt. Und er redet aber über die Lehrer, dass die Lehrer faul sind. Da waren drei Lehrer für zehn Schüler. Und er hat dieses Angebot nicht genutzt, weil er zu faul war. Er redet aber darüber, dass die Lehrer faul sind. Das finde ich fast schon eine Frechheit. Wobei, dass man auf die Klasse gewartet hat oder vor, vor der Klasse gewartet hat, dass man in die Klasse gekommen ist, das hatte ich auch die ganze Zeit weil es kam nicht selten vor, dass wir eine Viertelstunde Stunde vom eine Viertelstunde halbe Stunde vorm Lehrer angekommen sind. Das müsst ihr mir vorstellen. Was der Lehrer äh, was der Reiner da erzählt über der Lehrer genau wahrscheinlich zum Schulbeginn im Klassenzimmer war das stimmt nicht. Also das kenne ich gar nicht. Ist mir aus meiner Schulzeit auch nicht bekannt. Ich war zwar nicht auf der Förderschule, aber ich gehe davon aus, dass die gerade da nochmal extra Wert drauf legen, dass die Kinder nicht zu lange unbeaufsichtigt sind. kommt man in die Schule, <laughs> hat sowieso schon keinen Bock und steht eine halbe Stunde vor dem Lehr vom verschlossenen Klassenzimmer rum. Ich meine, es gab auch oft einmal einfach so, dass der Lehrer einfach das Klassenzimmer gar nicht abgeschlossen hat. Und das gab es auch. Ähm äh, das, dazu sage ich mal, das war dann nicht der Lehrer, sondern die Putzfrauen, weil die Abend. Geputzt haben jeden Abend, mhm. finde ich eine absolut logische Schlussfolgerung. Ja. die Lehrer gehen ja nicht hin, machen die Klassenzimmer auf und gehen dann wieder zurück ins Lehrerzimmer. Absolut logische Schlussfolgerung, dass es wahrscheinlich die Putzfrauen waren oder die Putz, das Putzpersonal, nennen wir das so. Bei ein paar Klassenlehrern, die haben natürlich gewusst, ne? ja, die und die Klasse oder der und der Schüler kommt früher von der Schule. Der kommt früher zur Schule, weil der Bus so früh kommt. Aber ich hab, ich kann, ich komme halt nicht vor, vor sieben oder vor halb acht komme ich halt nicht, weil ich keinen Bock habe. Also sind sie hergegangen? Rainer, das ist deren Arbeitsbeginn. Ja, das ist für die ihr täglich Brot. Dafür bekommen die Geld. Warum sollen die eine halbe Stunde früher unentgeltlich anfangen, damit Klein Reini äh, sich da hinsetzen kann? Nee. Und noch einfach das Klassenzimmer aufgesperrt. Überhaupt, wer weiß, wie Lehrer bezahlt werden, was Lehrer für einen Alltag haben, wie viel unbezahlt Lehrer arbeiten. Junge, also höchsten Respekt wirklich. Klassen, ist ja auch in Ordnung, kann man ja machen. Ähm, aber das war halt einfach nervig, wenn das Klassenzimmer abgeschlossen wurde. Vor allem im neuen Schulgebäude haben sie die haben die Lehrer die Klassenzimmer immer abgeschlossen. Da waren ja, Reini, wenn man Rabauken wie dich nicht alleine lassen konnte in so einem Gebäude. Dann hätte es gleich wieder zum alten Schulgebäude machen können wahrscheinlich. Das glaube ich. Upsi, Technik, Digga. Das sind Zimmer nie offen. Und dann... Wieso nur? Wieso nur? Ja, mit Schülern, die wohl halt die ganze Zeit bloß Scheiße im Kopf haben, muss man das absperren, weil alleine lassen kannst du sie nicht. Äh, danach würden wahrscheinlich die Schule, die Tische zerschlagen werden oder sonstige was ich. Es war keine leichte Schulzeit dort oben, muss man sagen. Die Lehrer haben versucht, uns alles zu übermitteln, was sie konnten, und haben auch versucht, das Mobbing so stark einzugrenzen wie. Hier hört man wieder, wie jemand darüber redet, der mal darüber nachgedacht hat. Ne? Der nicht einfach sagt, ja, die Schule ist schuld. Nein, hier redet jemand darüber. Der sagt immer, wir waren damals äh, verhaltensauffällig, wir hatten alle Blödsinn im Kopf. Äh, natürlich muss man diese Schulsachen auch beschützen und kann die Leute da nicht unbesichtigt drin rumlaufen lassen, die Kinder. Und auch, dass er sagte, dass die Lehrer versucht haben, alles zu vermitteln und so weiter. Hier erkennst du jemanden, der darüber nachgedacht hat, was er erzählt, was er sagt. Musste man jedes Mal. Und halt auch die zerstören, was zeitweise da oben gemacht worden ist. Wenn man in die Klasse gewollt hat, dann vor der Klasse eine halbe Stunde, Stunde vor der Klasse sitzen und warten. Ja, ihr müsst garantiert eine Stunde vor der Klasse sitzen, Reinig, garantiert. Glaube ich dir sofort. Lell. Gleich fliegt er wieder. Das war echt ätzend. Und für mich war das natürlich immer richtig geil, weil ich konnte mich dann immer auf meinen Platz zurückziehen und mich da in Ruhe hinsetzen. Da hört man schon. Mich zurückziehen weg von den anderen, tja. Sondern ich habe mich dann immer schön irgendwo weit entfernt von den anderen Schülern hinsetzen müssen, weil die sonst mir alle die ganze Zeit auf den Sack gegangen sind oder mich Ja, weil sie ihm die ganze Zeit auf den Sack gegangen sind, natürlich. Na, das Spiel doch mit uns geht mir nicht auf den Sack oder von meinem Grundstück. Mich einfach aufgeregt haben oder mich genervt haben oder sonst was, damit ich mich aufrege, Weil ihnen war dann natürlich langweilig und was macht man natürlich als Schüler, wenn, man, wenn einem langweilig ist? Man geht auf den los, der natürlich sich immer aufregt, weil man dann was zum Lachen hat. Also nicht, wir haben damals Hausaufgaben verglichen. Zur Not abgeschrieben noch schnell. <laughs> Typischer Außenseiter halt. Ja, ganz genau. Absolut richtig. Typischer Außenseiter. Konnte sich damals nicht richtig werden, der Reiner, und heutzutage kann es sich auch nicht richtig werden. Ja. Es wurde dann in den späteren Klassen wurde es dann besser, als ich mir dann irgendwann einen DVD-Player zugelegt habe einen Mobilen. Da habe ich dann habe ich einen tragbaren DVD-Player gehabt. Und dann konnte ich mich hinsetzen und konnte DVD mhm. schauen. Da haben mich dann die ganzen Vollpfosten, die mich sonst immer genervt haben, wenigstens nochmal genervt, weil dann waren sie hinter mir gesessen und haben dann zugeschaut. Ja, da war Rainer garantiert der Größte in der Schule, der Allertollste. Das, glaube ich, ist auch eine ganz große lülülü -lü -lü sehr schön, lülülü Ehre geht raus an dich wenn das am Lehrer mitbekommen hätte, dass er irgend so ein Red hätte wäre es einfach abgenommen worden, da waren ja nicht mal die Gameboys erlaubt in der Schule ach guck an ach guck an, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst bis hierhin habe ich noch nicht geschaut, das Video na da sieht mal einer, guck so. Allein wegen Diebstahlsachen und sonstig was wurde sowas dort nicht gern gesehen und nicht... Ja, kann ich, mir, kann ich nachvollziehen, kann ich mir vorstellen. Wenn du halt viele Rabauken und so weiter auf der Schule hast, dass die... Ja, dass, dass die Jüngeren die, die Klamotten abziehen. Ja, natürlich, da hat er recht. Ich Der Witz ist nur dann immer gewesen, dass die dann immer so voll, Schock, voll geschockt waren. Weil trotz ihrer angeblichen Härte waren das manchmal so ein bisschen Weicheier. Ja? Und ich war dann zum Beispiel mit... Wie alt war ich da? Warum war Rainer wohl nicht so beliebt? Alle waren weich, eier. Oh ja, ich war der harte Typ. Ich bin der Drache verdammte Axt. Lel. Ich war da mit 14 oder so. Hab ich ich habe mir mit 14 einfach Underworld angeschaut. Ne? Also äh, wisst ihr schon, ne? der Film mit den Vampiren und den Werwölfen. Und äh, ich sitze dann einfach da so. Ähm, im Pausenhof und die wartet darauf, dass die Schule aufgeschlossen wird. S sitzt da so ähm, und hinter mir einfach mal fünf Leute und plötzlich spritzt... We während dieses... <laughs> hat er nachgedacht, wie viele Leute da gesessen haben. Das, das glaube ich, ganz ehrlich. Das Blut und alles in dem Film und alles... So. was ist denn das? Ja, genau, Rainer. Du warst der einzige 14-Jährige, der schon mal Blut in dem Film gesehen hat. Aber freilich. Ich so, was, ist, was habt ihr für ein Problem? Ja, was schaust denn du da an? Das ist, glaube ich, auch einfach nicht ne, dass reiner, als Underworld in die Schule angeschaut hat, hätte es einen Lehrer mitbekommen, dass er so einen Film dort anschaut. Sache wäre weg gewesen. Also sein tragbarer DVD-Player, was er wahrscheinlich sowieso nicht gehabt hat in der Schulzeit. Wenn er den gehabt hätte, und sowas fällt ja auf unter Mitschülern, dann hätte... Er hat das wahrscheinlich auch gesehen, der Dominik. Und der hätte dann bestätigen können, ja, da saß einer mit einem tragbaren DVD-Player, da haben sich die Kinder rundherum versammelt. Wenn er sagt, nee, das war nicht so, glaube ich ihm das. Das wäre einfach weg gewesen. Und reiner hätte einen Verweis bekommen, auf jeden Fall. Das ist das so streng, dass wenn du da irgendeinen Gameboy oder so mitnimmst, dass du einen Verweis bekommst? Das ist aber richtig heftig. 100% passiert. Hä, hey, wie, was schaue ich da an? Das ist Underworld. Hä, hey, ist ja voll bizarr. Und dann ich so, hä, hey, was? Was bist du schon, Weichei? Ja, genau, Genau so ist es passiert. Ganz genau so. Lell. Ja. Also, das ist, war nicht bei alles so, ne? Aber es gab so ein paar Vollpfosten, die hatten da halt dann. Eine hat dann mal sogar daneben, hat dann sogar mal in den Schuh gekotzt. Weil, <laughs> Junge, das kannst du nicht ausdenken. <laughs> Entschuldigung. Rainer hat einen Film geguckt und andere Leute, die so hart waren, haben dann in den Schulhof gekotzt. Kannst du nicht ausdenken. Nee. Also, wie man sich so ein Blödsinn ausdenken kann. Der einfach kein Blut sehen konnte. Dabei war das eigentlich ja bloßer Film. Und das hat ihn aber keinen Unterschied gemacht. Der, der konnte das sehen. Der hat dann voll in, voll in den Schulhof gekotzt. Das war zugegebenermaßen ziemlich witzig. Für mich in dem Fall. Für mich ist es witzig, wenn es andere, anderen Kindern schlecht geht. Warum mochte ihn noch mal niemand? Ich hab's, ich hab's vergessen. Ich meine, natürlich ist es alles nicht wahr. Aber alleine, wie er darüber redet, daran erkennt man ja, was für ein wundervoller Charakter er ist. Aber Schadenfreude und so ist ja nicht so schön, ne? Ich muss mal so sagen, Rainer, ich glaube, der lügt sehr gern weiß. Geschichte kann ich nur einfach nicht glauben. Du glaubst, Rainer lügt sehr gern? Dominik, da gebe ich dir absolut recht. Da gebe ich dir absolut recht. Äh, einer kann das nicht sehen. Bisschen Kunstblut war ja ein Film, was er sich wahrscheinlich nicht mal dort angeschaut hat. Die Geschichten sind einfach so bizarr, was Rainer erzählt. Das, das kann ich nicht glauben. Das kann da oben nicht passiert sein. Allein, äh, muss man mal vorstellen, wenn jemand was gegen jemand hat, so wenn die Klasse reiner nicht ausstehen kann, dann wird er wegen klar, verpetzt. Also. Oh, das stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das stimmt. Wenn er doch so der, 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 wenn er so gemobbt wurde, warum wurde er nicht verpetzt, dass er das hat? Oh, er hat absolut recht. Da war eigentlich in der Klasse immer ein kleiner stasi vom Hätte der das mitbekommen, wäre Rainer sein allerliebster DVD-Player weg gewesen. Absolut ehrlich, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Wenn ich es mal so ausdrücken darf. Auch mal die Stimme ölen. Gute Idee, Rainer. Was könnte ich noch erzählen? Wir hatten in der Nähe von der Schule einen Steinbruch. Und da waren wir sehr oft als Schüler rumgesessen und haben. Da hat Rainer seine Dinosaurier immer gesucht im Steinbruch. Ach, auf einmal hast du wieder ganz oft mit den anderen zusammengesessen, Rainer. Wem willst du das denn jetzt erzählen? Und dann, ähm, also wir sind dann ab und zu mal mit der Schule. Dass er dort als Schüler rumgesessen hat. Glaube ich, Lülü, weil der war abgeschlossen. Also muss man vorstellen, einen großen Zaun außenrum, ein Riesentor, Tor, da ist man nicht einfach draufgekommen. Ich glaube nicht, dass Rainer über ein Tor klettert, wo oben Spitzen draufgeschweißt sind, drüber klettert. Aber Rainer ist doch so sportlich. Rainer springt einfach darüber. Ich, wenn, ich, wenn ich heute so drüber nachdenke. Rainer, du solltest über viele Sachen heute mal nachdenken. Gerade heute, in der jetzigen Zeit, solltest du über viele Sachen wirklich nochmal nachdenken. Über wirklich sehr viele Sachen. Wenn ich heute so drüber nachdenke, denke ich mir oft, die Schule, in der ich war, ist eigentlich ein Witz gewesen. So, hier hast du jemanden links, der in seinem Leben was erreicht, der fand die Schule okay. Rechts hast du jemanden, den kennen wir alle. Der ist da, wo er heute ist. Der fand die Schule war ein Witz. Tja, wer hat nun recht? Weil. Wenn ich das jetzt so höre, ist das einzige, was ich glaube, ist der reine ein Witz. Ich sag's nicht, gerne, es ist eine Schule für äh, Leute mit Lernschwächen und für Leute, wo äh, verhaltensauffällig ist. Aber die Lehrer haben alles gemacht, um ihr den besten Abschluss zu geben, was. Es geht. Also wie gesagt, man konnte den Hauptschulabschluss dort machen und wenn man noch besonders gut war, konnte man sogar einen Quali dort machen. Ich habe bloß einen Hauptschulabschluss gemacht, das ist auch bloß mit Biegen und Brechen habe ich den geschafft. Bloß einen Hauptschulabschluss gemacht und mit Biegen und Brechen. Du redest so, als wenn das keine Leistung wäre auf einer Förderschule. Ich finde das absolut respektabel. Wirklich, ganz viel Respekt an dich. Gebe ich ehrlich zu, aber ich habe ihn geschafft. Und der allerliebste Reiner war wahrscheinlich einfach nur faul und hat keine Unterstützung von der Familie gehabt. Ganz ehrlich gesagt, hätte ich meine Eltern gehabt, dann hätte ich da keinen Hauptschulabschluss drauf machen können. Die haben mir so viele Türen geöffnet durch Nachhilfe, durch Therapien hinsichtlich sprachlich, Schrift. Ihr müsst ja, ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe selber eine, also von der Sprache her bin ich äh, Eingeschenkt. Also, ich habe einen Sprachfehler. Man merkt. Äh, merkt man jetzt nicht groß, muss ich sagen. Ich finde, er redet sehr sauber, finde, er redet sehr gut. auch jetzt, wenn ich jetzt so spreche, dass ich immer dahin hustle und alles. Und da habe ich halt einen Sprachfehler. Aber durch die Hilfe von meinen Eltern und Therapien habe ich das so weit geschafft, dass ich in meinem Leben was erreichen konnte. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht, bin verheiratet, ich konnte alles schaffen. Ohne meine Eltern hätte ich das selber nicht geschafft. und was ich immer glaube beim Rainer ist, dass die also die Eltern vom Rainer das dann einfach liegen lassen haben, den Rainer. Das denn ja, das glaube ich auch. Das Ding war, was, das Ding meiner Meinung nach ist, äh, Kinder haben halt keine Lust zur Schule zu gehen. Ja. Natürlich, der einzige Grund, warum ich damals gern zur Schule gegangen bin, war, weil ich meine Freunde da getroffen habe. Ähm, aber seien wir mal ganz ehrlich, an so manchen Tagen wäre man auch lieber zu Hause geblieben, ne? Und da sind halt die Eltern dafür da. Und ich hätte mich nicht mit einer Vier oder so nach Hause trauen dürfen. Wir haben gesagt, das ist bei denen zu spät, das ist scheißegal, aus dem wird sowieso nie was. Und so ist Und da, Dominik, du bist deinen Eltern sehr dankbar und sprichst in höchsten Tönen über deine Eltern. Wir wissen, wie Reini über Rita spricht. Ne? Und äh, ja, Respekt an deine Eltern, wirklich. Das ist auch eigentlich von, was hat Rainer bisher in seinem Leben geschafft? Gar nichts. Er YouTube-Kanal, das was er verloren hat, alles obdachlos, kein Führerschein, kurz vorm Knast, was hat er schon geschafft? Also... Sehr schön zusammengefasst, sehr schön. Besser hätte ich nicht machen können. Sehr schön zusammengefasst. Richtiger Versager. Perfekt. Ah, das hat mir... Das war so das kleine YouTube-Video drauf. Fand ich gut, fand ich sehr gut. Wir Haben oft einmal einfach so, es kam nicht selten vor, dass wir einfach mal so zwei Stunden, drei Stunden Schulstunden dann einfach mal mit den Lehrern einfach irgendwo hingegangen sind. Ja, das ist vorkommen alsweise, aber nicht einfach so hingegangen. Immer mal im Freilandsmuseum gegangen wegen Geschichte das müsst ihr euch so vorstellen: Freilandmuseum Bad Windsheim. Da stehen halt äh, Häuser die wo unter Denkmalschutz sind, die werden abgebaut, wird dorthin. Das sind Mühlen, Schmieden, alles. Da wird halt, das zeigt, dass früher im Mittelalter so gemacht worden ist. Also ja, das hast du verstanden. Du hast verstanden, dass das Geschichtsunterricht war. Man sieht dann mittelalterliches Dorf. Ey, was ich, fände ich super cool. Ja, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ähm, du hast dann mittel mittelalterliches Dorf, wie du sagst, mit Schmiede und so weiter. Für Rainer war es, ja, wir sind irgendwo hingegangen. Du hast erkannt, das ist Geschichtsunterricht. Hier kann ich ein bisschen was mitnehmen. Äh, für Rainer war es wir gehen irgendwo hin. Aber ich will lieber nach Hause Pokémon gucken. Da ist der Unterschied. Es wurde früher auch mal Bier gebraut. Das war sehr interessant zu schauen, wie Bier gebraut wird. Die Geschichte allgemein in. Lieber Dominik, hier muss ich dich unterbrechen leider. Das heißt Nussecken. Liebe geht raus. Im Umkreis von Neustadt, Bad Winsheim, wird da sehr groß thematisiert und die haben auch das gemacht oder den Steinbuch, was er erwähnt hat, Ge äh, Geologie, wie heißt das? also allgemein das ganze Thema, was es in Sicht von Geschichte ist oder... Wahrscheinlich mal der Geologie, aber okay. Erdkunde, sowas wird da auch durchgenommen, also da gehst du halt mal fort. Oder einfach mal äh, der Lehrer hatte keinen Bock, also hat er einfach mal eine, eine Freistunde gemacht für zwei Stunden, also in zwei Schulstunden. Also Freistunden, weil der Lehrer keinen Bock geben hat, hat, hat es nie. gegeben. Natürlich hat es das nie gegeben. Wenn ein Lehrer, weil er keinen Bock hat, zwei Stunden einfach nicht in seinen Unterricht geht, dann ist der sowas von entlassen. Ja, dann wird er sowas von äh, rausgemeldet aus der Schule. Wie gesagt, man sieht das ja. Die beiden sind ja jetzt ungefähr gleich weit. Ne? Äh, der eine ist zu dem Zeitpunkt 32 gewesen, der andere 36, ist aber ungefähr gleich weit. Und wie beide ihre Vergangenheit reflektieren. Aber das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der eine sagt, wir gehen in ein Mittelalterdorf, das war Geschichtsunterricht, das war. Der kann uns was erzählen über das Bierbrauen, über eine Schmiede und so weiter. Rein, also ja, wir sind irgendwo hingegangen. Irgendwo, weil der Lehrer keinen Bock hatte. Das kannst du dir einfach das ist nee. Stunden. Das heißt wir hatten die große Pause und die kleine Pause und hatten die und hatten zwei Schulstunden oft einmal einfach nicht. Aber wenn wir, die, wenn wir in der Mitte drin hatten, dann hatten wir einfach mal vier Stu hatten wir einfach mal zwei Stunden oder drei Stunden Ruhe und konnten vier Stunden äh, zwei oder drei Stunden Ruhe versteht ihr. einfach machen, was wir wollten. Äh, dann sind viele von uns einfach mal in der Stadt gewesen. Ein paar, die in, der, in, der, in Bad Winzern gewohnt hatten. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Darfst du das Schulgelände nicht verlassen? Sonst bist du nicht versichert und nichts. Das ist ja. Ist komplett ausgedacht, glaube ich. Die sind. Äh, dann sind manche zu denen gegangen und haben dann gezockt oder irgendwas. Das war aber auch nicht ganz so wie wieder Rainer. Das ist eine Freistunde. Also es war bei mir so, äh, wurde ein Reverend Rand oder wie die heißen, was der Rainer vorhin gesagt hat, der hat auf die Klasse aufpasst. Und wir waren dann einfach, in, wir waren einfach dann in den Raum drinnen. Für diese drei Stunden, was wir da gehabt haben, wenn der Lehrer irgendwas gehabt hat, krank war oder sonstig was. Wenn der Lehrer krank war, ja. Aber nicht wenn der Lehrer keinen Bock hatte, so wie Rainer das erzählt. Und natürlich war dann eine Aufsichtsperson da. Das klingt bei ihm alles sehr viel logischer als bei Raini. Und es kam nicht selten vor. Und wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich mir so, naja, dass man an der Schule nicht viel gelernt hat, das ist irgendwie nicht verwunderlich. Reine, hier links sitzt jemand, der hat viel gelernt, hat einen Abschluss geschafft. Und dann haben wir noch dich. Verstehst du? Das gab es jetzt nicht bei jedem Lehrer. Und ich habe mich damals natürlich nicht darüber beschwert, muss ich dazu sagen. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, macht es eigentlich keinen, macht es eigentlich schon Sinn, dass das eigentlich blödsinn war. Was ich mir davor so vorstelle, ist, Rainer da glaubt wahrscheinlich in die größeren Klasse, also ich weiß das von der 9. Klasse. Die 9. Klasse, früher ging die Schule immer bloß bis 13 Uhr, aber in der 9. Klasse ging die Schule bis, äh, ich glaube, 16, 17 Uhr lang und da hatte man zwei große Pausen. Das meint er vielleicht als zwei Stunden, aber. Meinst du jetzt, das Rainer nicht... Da Reiner den Unterschied zwischen Pause und einer... Und eine ausgefallene Stunde nicht erkennt? Ich, ich traue es ihm zu. Also ich meine, ich gehe da konfirm mit. Das ist schon okay. Was anders kann ich da nicht mir vorstellen? Weil ich gehe ja in die Schule eigentlich, um was zu lernen. Aber das ist, vielleicht liegt vielleicht an meinem Alter. Was denn deine ist, Pause macht, ich. ist ja scheißegal. Als Schüler war das natürlich cool. Vor allem war es für mich cool. Rainer ist jetzt in dem Alter. Versteht ihr? Jetzt kann er zurückblicken und reflektieren. Wir haben gerade den Unterschied zwischen den beiden gehört. Ich bin einfach hergegangen, ich hatte... Halt, in der großen Klasse, in der großen Klasse, 8.9., da hat, glaube ich, keiner gefragt, was du da machst in den Pausen, weil die waren auch ein wenig versetzt die anderen... Äh, äh, also zu die anderen Klasse, bis 8.9. hatte, glaube ich, eine Viertelstunde später, wie die anderen Klassen dann. Hatte immer, ich hatte immer irgendwie einen 20er oder einen 50er einstecken. Ja, ihr wisst noch, Rainer, ja, wie er erzählt hat, ja... Damals nicht viel Geld. Ich habe ein Taschengeld, habe ich höchstens einen Fünfer gekriegt im Monat. Aber immer ein 20er, und 50er einstecken gehabt. Immer. Und ich bin dann einfach gegangen und habe mir ein bisschen was vom Bäcker geholt, mir einen kleinen Drink geholt oder so. Der Satz ist auch gut gealtert, ne? Er hat immer einen 50er einstecken und geht damit zum Bäcker. <laughs> Wo Rainer jetzt wohl gerade sitzt. <laughs> Bin irgendwo hingegangen, habe mich dann irgendwo in der Ecke geguckt und habe geraucht und habe was gesoffen. Also ist kein Alkohol. Alkohol habe ich ein eher wenig getrunken, aber hab dann einfach geraucht und habe mir einfach, hab einfach ein bisschen Cola getrunken und ein bisschen was gefuttert. Und habe ich aber glaube ich sagen, da war glaube ich bloß die neunte Klasse, die bis 16 oder 17 gegangen ist. Achte glaube ich noch nicht. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie das war. Wie gesagt, ich war die siebte, achte Klasse, war ich selber auf der Hauptschule. War, glaube ich, bloß die neunte Klasse, die wo dann länger Schule gehabt hat. Normale Schule, halt. Weil die mussten sich ja auch auf die Abschlüsse vorbereiten. Also waren die länger in der Schule. Ja, aber Reini ja nicht. Der musste sich auch keinen Abschluss vorbereiten. Ich habe bei Gameboy gespielt oder so, bis die Schulstunden wieder angefangen haben. Solche Geschichten. Gameboy war auf der Schule verboten. Ach man. Ja. Ja, komischerweise hatte Reini alles, ne? Tragbaren DVD-Player, Gameboy. Niemand hat einen verpetzt, wie du schon gesagt hast. Ganz richtig. Sehr merkwürdig. das ist alles ziemlich übel gewesen früher. Naja. Letzten Endes... Letzten Endes, woo! Grüße gehen raus an Quaffi, an Hicks, natürlich Hicks, an Franz Bauer, an Süßmüller, an alle. Weiß ich noch nicht, wie das weitergehen soll. Letzten Endes. Ich <laughs> Dankeschön. Sehr ehrenhaft, wirklich. Für meinen Teil hoffe ich, dass das irgendwann mal verbessert. Aber ehrlich gesagt, viel Hoffnung. Der hat mich jetzt wirklich hart erwischt, hat er auch gerufen. Hat, letzten Ende. Sehr gut, wirklich. Sehr sympathischer Dude. Hoffnung habe ich ja nicht. Okay, eine ganze Stunde schaffe ich heute vielleicht doch nicht zu quatschen. Du, Rainer, du hattest vor 20 Minuten schon nichts mehr zum Reden verbessern. Keiner, äh, der hat solche falschen Eindrücke von damals, das geht auf keine alte Kuhhaut, sage ich einmal. Was er sich da zammenspinnt, ich weiß auch nicht, von wo er das macht oder sonst was. Ich habe eigentlich gute Erinnerungen an die Schule da oben. aber schlechte auch, aber hauptsächlich gute. Wie gesagt, die Lehrer, die waren alle freundlich, die haben versucht, was beizubringen. Aber wenn dann so einen hast wie Rainer, der wo Blockt wahrscheinlich und sich aus allem raushält. Ich weiß nicht, vielleicht haben die dann einfach gesagt, oh, denn ist einfach Hopfen und mal's verloren lassen. Ja, kann man sich schon vorstellen, dass auch ein Lehrer irgendwann aufgibt. Irgendwann merkst du so, so der will nicht. Der ist nicht, dass der nicht kann. Äh, der will einfach nicht. Ja, bei Rainer ist es vielleicht, weiß nicht, 60, 40 gewesen. Ja, aber Rainer, da kann ich mir schon vorstellen, das kleine, bockige Kind, der blockt, so wie er das sagt, das ist ganz richtig, und der hat da keinen Bock drauf. so wenn die sagen, Rainer macht die Hausaufgaben? Nö. Rainer, hast du die Hausaufgaben von gestern gemacht? Nö. So, irgendwann hast du als Lehrer auch, den meisten Lehrern macht ihr Beruf ja Spaß. Ne? Kinder aufs Leben vorzubereiten und so weiter. Aber ich sag mal, die Lehrer von Raini, ja, die haben damals schon gewusst, wo Raini heute enden wird, wahrscheinlich. Und, ups. Ding machen und ab in die Ecke vom Raum und wascht. Hallo, die Wurscht hoch. Ähm, betrachtet ist das als kleine Bonusfolge? Genau wie seine Eltern wahrscheinlich sich das gedacht haben. Außenreiner wird das so nichts, lassen wir ihn einfach sein Ding machen. Scheißegal. Ich werde die Tage noch eine andere Folge aufnehmen und dann muss ich mal schauen, was eigentlich. Muss ich mal schauen, muss ich mal drüber nachdenken, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Eigentlich auch auf meiner Liste noch so stand. An Themen. Ähm, ich habe nämlich leider die Liste nicht mehr. Winklers Liste, Grüße gehen raus. Naja, das war es jetzt halt über die Schulzeit vom Rainer. Ich bloß noch das letzte Gebabbel. Ein ganz große Meinung gegenüber Hinsicht von Rainer und die Schulzeit ist einfach, denn seine Eltern haben halt auch nichts gemacht. Also Denke ich auch. Also ich glaube nicht, dass. Also weder Rudi hat sich da groß drum gekümmert. Und Rita hatte wahrscheinlich, Na, ne, nennen wir andere, sagen wir mal andere Sachen zu tun. Lel. Rainer hätte was werden können. Hätten sich seine, sein Vater und seine Mutter sich bemüht, aber die haben halt sich auch gedacht scheißhaften Rainer, aus den wird sowieso nichts. Recht früh erkannt. Der ist ja wegen auf den Kopf fallen wahrscheinlich. Äh, wegen oft. Als Baby zu oft und da haben die gesagt, das ist alles egal. Das ist meine ganz offene Meinung. In die teile ich mit dir. Ich glaube zwar nicht, dass das Reini viel hätte werden können, weil er einfach da zu viel von Rudi schon hatte. Und Reiner ist halt ein ganz eigener Charakter. Wenn Reini etwas machen soll, macht er es mit Absicht nicht. Hätte man damals als Kind, hätte man bei ihm wahrscheinlich umgekehrte Psychologie anwenden sollen. Man hätte sagen sollen, jeder macht bitte die Hausaufgaben, nur Reiner, du bitte nicht. Der hätte dir am nächsten Tag abgegeben. Bad Witzheim hätte Rainer helfen können, aber Rainer wollte nicht und deswegen die Schule so fertig zu machen im Internet, das finde ich einfach so erbärmlich von ihm. Die Schuld auf die Schule abzuwälzen, dass aus nichts geworden ist. Da hat die Schule nicht dran Schuld, da haben seine Eltern, glaube ich, mehr dran Schuld, dass das Rainer aus nichts aus, aus geworden ist. Weil, wenn seine Eltern sich, glaube ich, reingehängt hätten bei seiner Erziehung und allgemein auch bei seiner schulischen. Ja, gut, aber hier sieht man, da aus Ramona ist ja auch was geworden. Es muss ja auch ein bisschen Initiative vom Kind selber kommen. Du kannst dem Kind ja nicht alles vorkauen. Leistungen und so Zeug. Dann wäre aus Rainer, glaube ich, auch was geworden. Ganz ehrlich. Aber so. Egal-Einstellung von Reini aus muss man sich nicht wundern, dass aus ihm nichts geworden ist in der Schule. Man sieht es ja heutzutage auch. Man ist also die Hater an sich. Also wir, sagen sagen was Reiner und Reiner nimmt keine, sage ich einmal, eine Aussagen von uns an, wenn man sagen. Und zwar gar keine. Es sind ja nicht nur Kritiken, es sind ja auch Tipps, Tricks und so weiter hier rein, damit kannst du das besser machen. Versuch doch mal das und das, da sagt Reiner, aber wo weißt du, ich, dass ich es nicht schon gemacht habe? Das habe ich hier mit vier Mann von der Wald schon gemacht. Du siehst ja bei allem, es wird ja bei allem abgeblockt. Keiner macht das und das und das, das wäre viel besser, sagen sie, oh, und ich sage alle Hater. Und das war wahrscheinlich damals in die Schule auch so. Gehe ich auch von aus. Genau so. Ich glaube, wenn, wenn Rainer was nicht in Kram gepasst damals, äh, dann hat er gesagt, ja, Lehrer mobben mich. Ganz einfach. Kommt nach Hause, ja, das Mobbing hier in der Schule. Nee, 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 habe ich keine Lust zu. Und ähnlich hat sich das ja bis heute weiter gehalten. Ist ja egal, mit wem Rainer was zu tun. Rainer sollte seine Stromrechnung bezahlen? Mobbing. Ist einfach so. Ja, äh, Rainer sollte sich bei der BLM anmelden, Mobbing. Ihr unterstützt Mobbing. Da sagt er noch, ich, ich, ich habe mir letztens erst das Video wieder angeschaut. Ähm, ich weiß gar nicht, wo und warum. Ich habe es mir letztens angeschaut. Ich glaube, was der Einzige? Oder hat Wingelbongel auf den Einzigen reagiert? Ich weiß es nicht genau. Da sagte Rainer, ja, ihr unterstützt Mobbing, weil die Leute kommen hier hin und hängen hier Schriften auf, die ihr, mir, äh, die ihr mir schreibt. Was wäre denn, wenn die ein Bild von Gronk aufgeh aufgehangen hätten? Wer, hätte Gronk dann das Mobbing unterstützt? Das ist ja komplett Blödsinn, komplett abstrakt gedacht irgendwie. Dann ich, hat einer ein Lehrer was gesagt zum Rainer: "Ey Rainer, du dich halt da mal einfügen." Und dann gleich der, der Rainer: "Oh, du bist der Papa, lass mich in Ruhe." So kann ich mir das gut vorstellen vom Rainer. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist genau so war. <laughs> Ganz ehrlich. Naja, ja, das wird ein One-Taker an alle, also ich schneide nix. Ihr wundert euch nicht, dass hier nichts geschnitten ist. ich... OPS ist für mich neu. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich helfe dir gern. Und äh, lieber Ani Decker, wenn du auch an irgendwas reagieren willst auf das Video, das kannst du von mir aus nehmen. Äh, es macht das ist ja super lieb von dir, dass du das auch noch mal öffentlich anbietest. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Ist hiermit äh, getan. <laughs> Dankeschön. schön. Bin ich aus. Also du kannst die äh, Videomaterial von diesem Video nehmen oder Audio. Vielen lieben Dank. Ich werde deinen Kanal auch hier verlinken. Ne? Die Spur. Das sage ich mal. Metal auf Leute. Und wir sehen uns vielleicht bald irgendwann mal wieder. Ja, Metal auf lieber Dominik. Ich hoffe wir hören, und, wir hören voneinander. Äh, ich hoffe wir sehen auch noch ein, zwei Videos von dir. Ich fand es sehr gut. Ähm, wie gesagt, ihr könnt das auch gerne nochmal bei ihm auf dem Kanal schauen. Da gibt es das ohne meinen Gequatsche. Ich habe jetzt auch nicht so viel dazu gequatscht. Naja, gut, ein bisschen schon. Aber ich konnte ihm ja auch in den meisten Sachen einfach nur recht geben. Ne? Da war jetzt nicht viel, dass man, dass man hätte kritisieren können, sollen, müssen. Ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Äh, ja. Dankeschön, Dominik. Gut, Leute. Äh, das war jetzt eine kleine Extra-Folge, weil ihr mich in den Kommentaren darauf angeschrieben habt. Morgen geht es dann weiter mit Telefonmole. Es sei denn, es passiert noch irgendwas äh, Unerwartetes. Dann schauen wir da mal rein. Gut. Dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Streamende wieder. Bis dahin. Passt gut auf euch auf. Werdet oder bleibt gesund. Ich mache euch jetzt hier noch äh, links ein, ein altes med video rein. Rechts mache ich euch diese Playlist von seinen Podcasts. Ein, auf einen von denen hat der Dominik ja reagiert. Finde ich, hat er sehr gut gemacht. Äh, ja. Und in der Mitte könnt ihr mir ein Abo dalassen, ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne dem Dominik ein Abo dalassen. Äh, der Link ist in der Videobeschreibung. So Leute. Ganz, ganz viel Liebe an euch. Niemals vergessen. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Ja? Und äh, Michi off.